Ein herzliches Willkommen im heutigen Video. Ja, das Projekt ist schon mal super gestartet, sage ich mal. Und zwar im ersten Video, was ich gemacht habe, da ist die Aufnahme, ist mir nicht aufgefallen, ist ein reines Leckfest geworden. Das wollt ihr euch nicht antun. Also da hängt einfach das Bild permanent. Ja, und dann dachte ich mir, okay, gut, fängst du ein bisschen später mit an und was passiert? Beim Aufräumen von Zwischentestaufnahmen lösche ich natürlich die ersten 800 Megabyte weg. Naja, gut. Deswegen jetzt hier der Start bei einer Stunde und 15 Minuten. Naja, was soll's. Genießt es. So, es geht weiter. Leider gerade eine kleine Aufnahmepause machen. So, ich habe das Game ein bisschen leiser gemacht bei mir. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch leiser ankommt. Ja, ich glaube schon. Genau. So, krass. Okay, das ist eine Energiezelle. Energie. Wie heißt denn das Ding richtig? Ja, Power Cube oder so. Da steht eigentlich auch ein Name dran immer. Power Storage Block. Irgendwie diese Viecher, die sind so selbstmörderlich. Die springen ja immer runter und dann sterben sie. Naja. Ein Power Storage Block. Hier wird mit einer Laserenergie runtergeschossen und das ist so ein Abbauer, ein Ohr-Extractor. Der baut Tin ab, das ist Zinn im Deutschen. Jo. Das Ding ist schon wieder zum Sterben unterwegs. Was ist hier los? Aber meinetwegen. Wenn man euch nur Löcher geben muss, wo er reinspringt. Keine Ahnung. So, dann habe ich. Hiermit kann man forschen. Viele Forschung, schon ein paar Projekte gemacht. Bei der Bot gibt es zum Beispiel ein Laboratorium. Im Laboratorium kriegt man dann hier dann freigeschalten gewisse Dinge. Teilweise muss man die erst explizit nochmal Word-Scanner oder einen Text-Scanner. Ein Turret. Muss man einfach, kann man einfach bauen. Forschen. Das ist ja eigentlich. Achso, da habe ich einen. Damit ich mir Erz direkt machen kann, habe ich hier so einen Schmelzer hin. Oh. Da ist unser Baugerät. Wollte. Ah, genau, hier gibt es ein Blank Ore Ping. Nur ein, das gibt es Ore Ping without Power Cost. Combined with an Ore. Eine Self-Crafting Menü to craft specific Ore Ping. Ja, geil, cool. Gut, dass wir das geforscht haben. Damit kann man nicht nur mit diesem Ding einfach immer Ping auf, keine Ahnung, alles Bekannte oder alles Unbekannte, sondern kann sagen, okay, ich will jetzt Lithium haben und dann kriegt man Lithium. Lithium. Ich habe mir mal angewöhnt, Lithium zu sagen, aber eigentlich scheinbar kann man einfach auch Lithium sagen. Naja, egal. Deswegen werde ich eigentlich auch beides irgendwie sagen. So, für die meisten Sachen, die man braucht, also man fängt mit diesem Stamper Plant an. dafür braucht man einfach nur diese zwei Bars, die man geschmolzen bekommt. Um das nächste hier zu machen, braucht man schon so ein Tin Plate. Das heißt, man fängt eigentlich an mit Tin Plate Stamper Plant. Das heißt, hier kommt so ein Tinbahn, da geht dann hier rein, wird dann geplättet und dann kommt die hier raus. Und dann geht's weiter hier. Habe ich jetzt schon die nächste Maschine dran. Das ist ein Lightweight Machine Housing Crafter. Der baut das einfach. Und das hier, dieses Ding macht aus den Barren Drähte. Also Wires. So. Und dann gibt's hier das nächste, den Coiler Plant. Das können wir jetzt zum Beispiel schon machen. Vielleicht habe ich sogar schon eins im Inventar, da bin ich mir nicht sicher. Nee, hatte ich noch nicht. Dann muss man mal gucken, was man da als nächstes für einen Coil, einen Kupfercoil braucht man zum Beispiel. Das heißt, nicht nur Kupferdraht, sondern auch Kupfer. Das nächste halt. Ja, ich kann nicht, ob das Ding. Ja. Ah, gut, das nimmt das da raus. Perfekt. Da kann ich ja hier hinten noch so einen Hopper hinmachen.
Und wir brauchen noch Eisengears für den besseren. Das heißt, ich muss ja noch so einen Mini-Hopper ranquetschen. Nein. Ist auch nicht so schlimm, weil dann läuft das nicht zu voll. Genau, hier so. Coppercoils. Und dann können wir... Ach ja, hier kann man die auch direkt craften. Das ist aber nicht so sinnvoll. Hier brauche ich 12, um so ein Ding zu basteln. Und die Automatisierung macht halt das einfach mal mit 6. Das heißt, es ist doppelt so effizient, als wenn man das manuell macht. Das heißt, Automatisierung sollte man von vornherein angehen. Das Spiel ist auch, geht auch alles um Automatisierung eigentlich. Ja. Zum Beispiel hier. Wirecrafter, dann muss ich natürlich noch so hier Sampling Blend. Ach, das war das. Crafting. Gut, dann haben wir auch eins fertig. Einen Gear Maker habe ich auch schon. Dafür brauchte man nämlich das Kupferdraht und das Lightweight. Das Ding habe ich schon irgendwo, glaube ich, gebastelt. Auch noch nirgendwo angebaut. Hätte auch keinen Sinn gemacht, weil. Ach, da ist er. Da ist er. Das Icon hat mich ein bisschen verwirrt. Hätte auch keinen Sinn gemacht, weil wir haben noch gar kein Eisen. Das habe ich erst angefangen abzubauen. Und da waren wir nämlich beim letzten Teil. Das liegt da unten. Ja, hier, da. Bis dahin. Sollte das Eisen schon gewandert sein? Ja, hier ist es auch. Man sieht's. So, dann bauen wir uns mal hier weiter nach. Und eh bis nach ganz oben. Naja, machen wir erstmal hier die Trecker. So. Und gebaut. Perfekt. Oh, jetzt aber hell hier. Grafikfehler oder was? Dann gehen wir mal hier rüber. Und dann bauen wir mal bis dahin. So geil, wenn man das alles manuell machen müsste. Das ist so ein Krampf, ey. Man kann auch einfach klicken, ohne springen zu müssen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Das ist in Minecraft ist das so käsig eigentlich. Und hier ist das einfach mal so geil gemacht, dass man einfach nach oben bauen kann, so ohne springen. Das ist halt so nice. So. Dann brauchen wir Erzschmelze. Ich habe schon einen hingestellt. Ob wir den direkt nehmen? Oh ja, nehmen wir den. Dick. Block drehen. Kommt das hier langsam? Ja, es sieht so gut aus. So. Dann brauchen wir. Was braucht man hier für dieses Iron Gear Maker? Der brauchte Iron Plates. Okay. Ach, okay, damit die Produktion anfängt, machen wir hier nochmal. Natürlich Copper Bars. Die kommen mit. Ja, der hat natürlich gut gebaut hier. Machen wir einen mehr. So, der wird auf Move Only, Add Only. So, dann bekomme ich die hier raus. Dann gehen wir hier mal direkt weiter mit Mr. Machine. So, der ist natürlich auf Add Only. Das heißt, es kann nur so ein Ding das da rausholen. So. Stamper, ne? Nee. Da steht nochmal Iron Plates. Okay, dann habe ich Plates, kriegen wir wieder einen Stamper. Und hier so einen Stamper hin. Tschick. Danach direkt den
braucht nur einen. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Wir werden es noch sehen. Der fängt fleißig an zu schmelzen hier. Perfekt. So. Haben wir schon mal eine minimale Automatisierung erreicht. Achso, hier hinten noch so ein Ding hin. Damit er da auch ein bisschen rein kann. Gut. Da fehlt uns das. Auch. Bauen wir. Brauchen hier Eisen. Iron Gears. So. Ist natürlich alles schön langsam und bla, aber passt schon. Für unser Konvoierbelt brauchen wir Tinplates und Kupfer. Aber unser Problem ist eher, dass Ding noch ein Material brauchen. Ich glaube, ich muss mir was zu trinken holen. Bin gleich wieder da. Weil da kann man hier zugucken, wie das da wächst. Ah, eins haben wir schon. Sehr schön. Oh. Haben wir schon immer noch eins. Nehmen wir es mal mit. Ah, jetzt kommt wieder eins raus. Ich brauche es nur eins, oder? Ja. Irgendwie ist die Grafik hier ein bisschen. Irgendwie ist es hier. So lange braucht einfach jetzt. Oder macht es nur weiter, wenn. Oh. Es könnte sein, dass. Hier lieber so tun. Das ist wie in Minecraft mit Maschinen, da ist immer mal ein bisschen. Problem. Ja, so ist besser. Ja, geht relativ schnell. Hier Eisen noch im Inventar. Ja. Soll ich an hier alleine das durch, dass ich nicht viel gemacht habe jetzt nebenbei. Und dann kommen hier 65 Wires und Lightweight Machine Housing, sind wir schon wieder übelst. Produziert. Ja, da ist 7 Iron Gears. Jetzt haben wir schon wieder über 14 Stück. Perfekt. Da können wir doch noch unseren ersten fetten Hopper bauen. Ja. Check. Wunderbar. Jetzt kann ich dann nach und nach, um jetzt die Produktion ein bisschen zu effizientieren, nenne ich das mal. Das ist in der Standard-Hopper. Da. Ja, okay. Ich muss das mal hier unten umbauen ein bisschen. Das ist. Arter Power Core brauche ich zum Beispiel da nicht drin. Da habe ich natürlich keine im Inventar. Naja, gut. Ja, das machen wir. Das machen wir dahin und das machen wir dahin. Dahin. Oder was? Gut. So, hier brauchen wir es. Da brauchen wir nicht ganz so viele von, aber hier von diesen Zwischending. Müssen wir ändern. Das wird. Only. Das hier müssen wir auch ändern. Genau, das hier hinten auch dann. Ja, das wird, glaube ich, das erste. Und den hier fetter machen, weil wir brauchen bestimmt ganz viele von den Gears. Merkt man jetzt schon. Den hier wird, der wird auch ausgetauscht und hier, der hier. Weil. Nur zwei an, aber. Ja. Dass das sich zurückstauen kann und entsprechend schon produzieren kann und wir es nicht jedes Mal ernten müssen. Dick, 3 übersprungene Frames wegen Codiererüberlastung. Ne? Das ist ja. 50.000 Frames. Kriegen wir das gerade so hin? Gut.
Das ist schneller. Hopp, 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 hopp. Ja, wir müssen unbedingt diesen da machen. Aber ich weiß nicht, was das für Material ist, was da uns fehlt. Aber gut, wir werden wir finden. Letztes Mal hat es hier oben auch noch einen Diamant in der Nähe angezeigt, aber. Das ist bekanntes Erz. So, das hinten war Kohle. Sobald das hier aufgebraucht ist. Ja, okay, das ist. Ah, okay, das ist ein bisschen mehr. Es geht noch nach unten. Ah, gut. Müssen wir das doch nicht so schnell austauschen. So. Ja, ist natürlich auch ein Fettnauber dazwischen, ne? Einfach mal. Crafting. So, in der Zeit, wie das hier macht, können wir unser Dings hier erweitern, unser Loch. Man sieht jetzt natürlich nicht so viel. Oh, ein bisschen schnell gegraben. In ein bestehendes Loch gefallen, naja. Man kann übrigens dieses Grappeln mit Springen abbrechen, also mit Leertaste. Ist, glaube ich, auch viel angenehmer, so zu runterzubauen, wenn man da nicht drauf steht. Oder gleich wieder ein super Ding. Einem die Sicht nicht so versperrt. So. Okay, hier kommen wir vorbei, scheinbar an der Kohle, weil hier habe ich auch Kohle gefunden. Ja. Und hier hinten ist natürlich unser Eisenabbau. Ist jetzt hier nicht weiter, habe ich aus Versehen. Irgendwas sieht hier ungünstig aus. Ich glaube, ich habe hier irgendwas. Ah. Ja, das habe ich weggeklopft aus Versehen. Ups. So, geht's weiter. Können natürlich das hier mit dem Mega-Abbau-Ding abbauen. Was? Control, use an ore extractor. You won't get rubble if you super dig. Hold left control to super dig. Ja, hab ich doch. Achso, ich hab keine Energie mehr. Ärger sorgt, so, wir sind da noch drin. Ich kann auch aus der Entfernung Energie ziehen. Also ich zeige auf den Energietransmitter, das ist natürlich. Zieht oben links die Energie. Diese Effekt geht einfach mal. Kommt auch nicht viel raus. Naja, muss man später noch mehr Energie haben nochmal. Wollte mal nach Erzen scannen. No power.
Da unten ist das nächste Erz. Sehr schön. Machen wir mal hier weiter nach unten auf, würde ich sagen. Lithium bestimmt. Ah, es könnte auch das Erz sein, was ich zum Bau von diesen... von den anderen Dingern brauche. Bauen wir es einfach mal hier noch schön nach unten. Lass mal es sehen, aber... ich glaube, es wird auch langsam kalt hier, ne? Naja, hier ist noch... Achso, ich stehe schon da, ne? Oh, mal. Hier haben wir schon minus 27 Grad, das ist nicht so geil. Wir haben auch ein Licht. Natürlich auch ein bisschen Energie. Oh. Eieiei, das Licht ist ja sehr ineffizient. Das ist kein LED-Licht. Ich würde mal nach Airping. Luftdings, weil wenn wir nämlich nach unten gehen, müssen wir sogar langsam wieder hochgehen. Weil. Man kann nämlich sehr leicht ein Problem kriegen, wenn man keine Energie hat. Hier ist Luft, ist okay. So, genau jetzt. Genau. Ich habe nämlich das letzte Mal hier oben drüber so ein Dings gebaut, so ein Kreppel-Hook-Plattform. Wenn ich von unten hochkommen will und man schießt immer an die Wand und irgendwann schießt man halt hier oben durch und dann fällt man wieder runter. Geht dann nicht mehr. Kann ich nur empfehlen. So. Energie wollte ich mir holen. Ich weiß, Linsen haben wir nicht, ne? Linsen haben wir noch nicht, ne? So, ich wollte doch so. Red Scanner hier. Oh, den können wir bauen. Ein Deck Scanner. Stört. Oh, brauchen wir Eisen. Die ist nur das. Mal ein Turret bauen. Können wir unsere erste Verteidigungseinheit gegen was auch immer hinstellen. Jetzt hier auf alles, was hier in die Nähe kommt. Brauchbar, aber für den Anfang. Okay. Ich habe hier jetzt hier neue Scan-Einheiten gebastelt. Oh, what the fuck war das? Stützen. Orbital Debris Impact Detected. Ist ja gerade was aus dem Weltall runtergefallen, ja. Das hat uns ja gut durchgeschüttelt. Ah, hier die Dinger können wir scannen. Gerade irgendwo gepinkt. Oder oben. Hafhünrock. Sag mal, das ist. Oh, hier die blauen Dinge kann man auch scannen. Ist auch. Das kennen wir schon. Ist die Frage, ich hoffe, unsere Basis finden wir wieder. Wo ist dieses Ding abgestürzt? Ich glaube, das war nicht so sehr weit weg, aber. Oh, hier ist. Bin ich genau in die Ecke gelaufen. Genau, das ist nämlich auch unbekannt. Das ist hier so ein Overmind, oder wie die heißen. Ich glaube, die killen uns auch, wenn wir da zu nah rangehen. Mal gucken, ob wir es sehen. Da unten sein.
die Struktur ja aus dem Boden kommt, sozusagen. Ach, keine Ahnung. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Nur gern gewusst, wo das der Orbital Depress runtergekommen ist. Also es sah so aus, als wäre ich irgendwo gelandet. Habe ich aber noch nie gesehen, dass das automatisch passiert, weil ich weiß, dass man später selber was aus dem Orbit schießen kann. Eine Rakete, die muss man laden und dann kann man die hochschießen und dann holt man sich da irgendwas vom Orbit. Da hinten ist irgendwas von der Basis. Aber so richtig Holz hier gerade nicht, ne? Da ist unser Schiff, was da raucht. Müsste es jedenfalls sein. Das hört auch irgendwann auf zu rauchen. Was ich eigentlich machen wollte, ist diese Dinger anbringen. Hier ist Platz. So, Threat, Gunner Power, Base Rating 46. No Threats Detected, das ist schön. So, und dann machen wir so einen Gunner hier. Next Scanner, play somewhere oblivious. It is a really oblivious way of reminding yourself of long before an attack. Subtil is no good. So, dead. Power? Achso, hier. Das ist. Okay. Dann platzieren wir das doch mal. Da? Ja. Das da. Und da. Das ist natürlich geil. Das gab es früher so nicht. Das gibt es mittlerweile. Finde ich eigentlich ganz nice. So, dann können wir mal hier gucken, was wir gekriegt haben. Hier, da ist eine Pflanze, noch eine Pflanze. Und das hier, das ist Hardened Resin. An Inquil Hard Organic Structure. Appears to be shielding. A soft and vulnerable core. Only nano cut through this. Okay, darum müssen wir uns später kümmern. Das ist eine Ressource, die wir später bekommen. Brauchen wir momentan nicht. Ist auch noch nicht. Auf dem Technologie-Level sind wir noch nicht. So. Ich glaube, wir müssen einfach mal weiter buddeln. Wir brauchen Lithium auf jeden Fall. Bei Energie mit runternehmen ist ein gutes Stichwort. Ja, mal hier. So, nächstes Ding platzieren. Kavernen kommen ja erst nach dem Lithium. Daher werden wir eigentlich kein Problem haben sobald. Von Lichtern gemacht. So, bis wohin geht der Laserstrahl? Okay, der ist schon weiter oben auf. Geht doch da weiter runter. Naja. So,
Jetzt haben wir hier unten Energie. Wenn auch nicht viel, aber für Notfall ist das immer ganz gut. Da. Sind schon. Der Hell ist irgendwie zu tief. Schon viel zu tief. Gut. Wir haben hier nicht die gesamte Reichweite aus. War es auf der Höhe, ja. Jetzt mal hier hin. Ah, hier ist es direkt. So schön. Einen schönen kleinen Arbeitsraum hier. Schön gemütlich, ein bisschen temperiert. E-Stellen haben auch kaum Energieverbrauch. Jetzt habe ich natürlich keinen Ohr-Extractor mehr bauen müssen, aber ist nicht so schlimm. Wir können uns ja welche brauchen. Kosten noch nicht so viel. Genau, dafür brauchen wir nämlich alle drei Sachen hier, die wir gemacht haben. Perfekt. Haben wir aber richtig gut gemacht. Und dann können wir hier so einen Storage Hopper. Können wir vielleicht mal zwei, drei machen. Die besseren Belts. Ah. Gern den Beltcrafter. Wow. Stimmt, das Lithium. Das können wir auch manuell mitbringen, glaube ich. Beziehungsweise bevor wir das automatisiert haben. Da ist noch ein Stück. Wegbrochen hier. Heilchen. Käsig nach oben zu werfen. Schön. Ja, ich habe alles weggebracht, okay. Dahin. Oh, perfekt, da kommt die Energie direkt von hier. So. Dann geht es hier nach oben, würde ich sagen. Ja, genau, schön mittig dann nach oben irgendwann. Mal hier auf der Ebene an, nach unten. Oh, Power so rein. Wir haben gar keine mehr. Die Dinger brauchen eh nicht so extrem viel. Was landet da jetzt drin? Da steht schon, was es ist. Unknown Material. Bauen wir einfach kurz ein bisschen was ab. Ihr seht hier, die Dinger verbrauchen nicht so extrem viel Power am Anfang. Später wird das mehr. Haben nur 10% Effizienz und 16 Erz pro Minute. Es wird später viel, viel mehr. Also da keine Sorgen haben. Wie viel haben wir jetzt? 10 Stück. Mal hier nochmal Energie reinpumpen. Offline-Warnung kann man umschalten. Ah, okay.